Bitte begrüßen Sie nun den letzten Läufer dieser Gruppe aus der Demokratischen Volksrepublik Korea. Next skate, representing the Democratic People's Republic of Korea, Jong Myung Ro. Aus Nordkorea, Jong Myung Ro, auch 23 Jahre alt. Er der letzte dieser zweiten Gruppe, bevor es in die Eisaufbereitungspause geht. Gestern stürzte er beim Vierfach-Toe-Loop. Drücken wir ihm die Daumen, dass es heute gelingt. Der sieht gut aus. Wunderschön, Vierfach-Toe-Loop. Schönstes technisches Element bisher am Nachmittag hier bei der Nebelauthoffnung. Dreifach Axel. Toller Auftakt, dreifach Lutz, dreifach Tolo. Sieht man leider nur noch selten. Schöner Spreitsprung bei den Männern. Und nach 2,45 ein bisher wirklich klasse Lauf von Jong Myung Ro aus Nordkorea. Dreifach Flip, Doppeltopp. Ja, das war die technisch beste und schwierigste Kür am heutigen Nachmittag. Und die ist ihm mal richtig gut gelungen. Gratulation an den 23-jährigen Nordkoreaner Jong Myung Ro.
verdient großer Applaus der gut 600 Zuschauer hier im Eissportzentrum am Fuße des Nebelhorns für Jong Myung Ro aus Nordkorea, der da echt stolz auf sich sein darf. Auch für ihn, ne? Rückwärtssalto, aha, das machen sie viele. Das machen viele mittlerweile. Nur er macht es vielleicht geschickter als andere wie Ilja Malinin, der das zuletzt auch bei der Lombardia Trophy in die Kür eingebaut hat. Ja, fast 140 Punkte für die Kür, 205 Punkte sind es im Gesamtklassement, aber doch dann ein bisschen zu wenig, 1,5 Punkte haben ihm da gefehlt, wüsste gar nicht, wo er die genau verloren hat, müsste